Was man so alles mit einem Reverb wie dem Pro R anfangen kann, das erfahrt ihr gleich von Benjamin. Los geht's! Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk Special. Heute machen wir wieder was zum Thema Fabfilter und dafür ist der Benjamin zu mir ins Studio gekommen. Hallo Benjamin. Genau, die Hallräume, unendliche Weiten, unendliche Welten sozusagen. Ja, von Fabfilter gibt es den Pro R, ein Reverb, der ein paar Besonderheiten hat. Es ist ein algorithmischer Reverb, also erstmal grundlegend, es gibt vielleicht sogar mehr, aber es gibt eigentlich zwei hauptsächliche Reverb-Typen. Das eine ist ein algorithmischer Hall, also ein, wie soll man sagen, eine Berechnung findet statt, die Reflexion errechnet und mit einem Algorithmus. Und bei dem Hall kann man sehr gut eingreifen in die Hallfahne, in die Länge, in die Größe, ins Pre-Delay und so weiter. Und dann gibt es die Impulse-Responses. Impulse-Responses sind im Grunde Schnappschüsse von Räumen. Die werden mit so einem kleinen Sample genommen, wie der Raum auf diesen Sample reagiert. Und diese Reaktion des Raumes auf ein Schallereignis wird immer auf das einkommende Audiosignal raufgelegt. So, das okay. ist der, aber das ist dann so wie ein starres Sample. Was wie ein starres Sample. Da ist es etwas schwieriger. Es gibt Möglichkeiten, diese auch Impulse-Response-Reverbs zu modulieren, also im Sinne von Hallfahne kürzer, länger, aber nicht so, wie man das von einem klassischen algorithmischen Hall, Lexikon, die üblichen Verdächtigen, Bricasti und wie sie alle heißen. Und diese Impulse-Response-Reverbs, die gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Die sind ja auch erst mit der ganzen Computertechnik ins Studio gekommen. Alles, was man so aus den 80er Jahren kennt. Alles algorithmisch. Ist alles algorithmisch. Stopp. Bis auf die analogen Hallplatten. Ja, okay. Die es ja gibt. Die es da auch noch gab. Die es auch noch wirkliche Hallräume, Hallplatten. Okay, dann sind wir jetzt in den 50er Jahren. Federhall, da sind wir wirklich in der analogen Welt. Ja, genau. Also, und der Fabfilter Pro R ist ein algorithmischer Hall. So, und der ist relativ klar aufgebaut. Es gibt oben 7 Knöpfe, Drehregler. Das eine ist Brightness, das andere heißt Character. Hier steht Clean, Lively und Chorus. Das kennt man auch vom Lexikon. Der hat ja auch so diesen Random Hall. Das war ja auch dieser mit der leichten Random Modulation. Plate, ja, genau. Modulation in der Hallfahne, zeitgleich. Dann gibt es hier einen Distance-Regler, Close und Far. Hat jetzt aber mit dem Pre-Delay eigentlich weniger zu tun. Das Pre-Delay gibt es gesondert hier unten, was man auf Millisekunden oder aber auf Zählzeiten auch einstellen das kann. Das heißt, Pre-Delay verzögert den Einsatz des Reverbs. Es ist ein kleiner Delay davor. Damit der Attack der Stimme oder der Snare erstmal klar da ist und dann kommt der Hall. Genau, damit es nicht so verschwommen klingt. Ne? Genau, dann gibt es hier den Hauptregler, das ist Space, also die Nachhallzeit. Anders gesagt, es ist eine Kombination aus Größe und Nachhallzeit. Und wenn man sich jetzt für eine Größe, deswegen sind hier verschieden große Symbole bisher zur Kirche der Räume dargestellt. Und wenn man aber diese noch tweaken möchte, kann man über die Decay Rate entweder sagen, ich möchte die Größe des Raumes, aber einen kürzeren Aushall oder einen längeren. Ne? Dafür ist dieser Decay Rate plus 2, also bis bei 100% ist er hier. Dann gibt es 200% und 50%. Eine Frage zu Distance. Ist da vielleicht auch diese Early Reflections mit abgedeckt? Early Reflections, genau. Das ist die Distance-Geschichte. Das ist sie, ne? Das heißt also, wie weit bin ich entfernt von den ersten Reflektionen, die zurückkommen? Genau, ne? Die ersten Reflektionen sind unglaublich wichtig. Weil die auch am lautesten sind. Genau, die sind am lautesten. Die geben uns, die wir ja zwei Ohren haben, auch durch den Versatz von dem linken Ohr zum rechten Ohr, wo befinden wir uns im Raum? Und das ist halt sehr wichtig. Und oder ob wir wirklich, wenn wir zum Beispiel eine Schallquelle hören, wir sind in einer großen Kathedrale und ganz hinten redet jemand, dann haben wir gar keine Early Reflection. Dann kommt irgendwann so ein Hall bei uns an. Aber wenn wir irgendwie in einer Kirche stehen und relativ dicht an der Wand und klatschen, haben wir zuerst diesen Slapback, diese Early Reflection, und dann haben wir die große Halle. Okay. Genau. Alles klar. Dann, was ich toll finde, was gar nicht so viele Hall-Effektgeräte haben, ein Stereo-Weite-Knopf, wo man, oder Drehregler, wo man auf Mono gehen kann
Oder hier sogar auf 120%. Ne? Das ist schon so ein bisschen verbreitet. Mine goes to 11. Also der ist noch breiter als breit. Mhm. Und Mixregler. Ganz easy. Dann gibt es hier zwei Filterkurven. Und zwar der untere ist einfach ganz normal. Da kann man den Hall in der Frequenz mit 6 bis zu 6 Bändern modulieren. Und darüber den Decay Rate EQ. Das ist ganz cool. Da kann man sagen, wenn ich den nach oben mache, dann werden die hohen Frequenzanteile klingen länger nach. Oh, interessant. Und wenn ich es nach unten mache, klingen die hohen Frequenzen kürzer nach, bis hin zu 12%, also fast gar nicht. Um das jetzt mal klanglich zu zeigen, diese ganzen Effekte, werde ich das mal auf einen Masterbus legen. Ja. Also. Damit hätten wir auch eine Anwendungsmöglichkeit für die Post-Production. Man hat ja manchmal so GZSZ klopft an die Tür, das Mädel hört im Zimmer irgendwie eine Mucke, dann will man diesen Sound, den man hat, wenn man in ein Zimmer reingeht und da hört jemand Mucke. Oder eine Disco, ne? Also so diese Post-Production-Geschichte. Ja, deswegen, ich hab's mal raufgelegt, ich zeige euch jetzt mal kurz ohne Hall, das ist jetzt von Sascha Campina Band, in der ich mitspiele. So ein Klo jetzt. Jetzt ist er so ein ziemlich großes Klo. Genau. Großes Klo. Genau. Ich habe jetzt ja mal einen ganz, ganz kleinen Raum gemacht. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man das jetzt ganz klein macht, kann man diese Veränderungen sehr gut hören. Ich gehe jetzt mal durch die einzelnen Schalter, Drehregler. Ich komme immer auf Schalter. Gute alte Zeit. Und verändere mal, dann kann man mal direkt hören, was sich tut. Ja, Farb. Da hört man sehr schön. Ich finde es sehr effektiv. Genau. Da sieht man genau, ist es jetzt. Gerade das, was du eben beschrieben hast mit der Kathedrale und so, das hat man jetzt hier sehr, sehr schön gehört. Ne? Genau. Und das zeigt wirklich die Wirkungsweise dieser Regler jetzt sehr, sehr gut. Ich gehe nochmal hier weiter. Das ist schon riesig, ne? Oh. Genau, das ist jetzt das Beispiel weit weg. Guck mal, der raucht doch unten schon. Ja. Das raucht schon alles, der Rechner auch schon fast. Jetzt sind wir sehr weit weg von der Quelle. Es ist alles extrem verhallt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen dunkler mache, könnte man wirklich sagen, das ist jetzt wirklich unendlich weit weg. Im Taj Mahal probt jetzt eine Band. Okay. Oder Mehrzweckhalle, man kennt das, ne? Ja. Große Veranstaltung, wo ist die Toilette? Da, 2 Kilometer da in die Richtung und dann hört man es so. Genau. Das ist jetzt eine Anwendungsmöglichkeit für die Leute, die Filmschnitt machen, Post-Pro, die dann so wissen, dass man es wirklich auf das komplette Material legt. Hm? Das mache ich jetzt mal wieder aus und wir gehen mal so in Einzelspuren. Ne? Das, was ja viele sich fragen, wie benutze ich Hall auf einer Stimme? Hm? Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Noch wie früher und du zahlst genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum. Hall macht man klassischerweise immer als Sendeffekt, den man dem Originalsignal zumischt. Man kann auch, wenn man eine Stereospur hat, den Hall auch auf das Insert packen als letzte Instanz. Und weil die meisten Hall-Effekte, so auch der Pro Air, hat ja einen Mixregler. Dann könnte man das auch so machen. Genau. Aber klassischerweise benutzt man den Hall dann als Sendeffekt und mischt den dann hinzu. Es hat folgende Vorteile. Früher hatte man ja nur 2 Hallgeräte oder 1. Und dann hat man halt über das, also ein Preset eingestellt oder den Sound eingestellt und hat dann den verschiedenen Elementen anteilig was hinzugegeben. Manchmal hat man 2 Geräte, manchmal sogar die richtig guten Studios, die hatten dann 4, 5, 6. Ich erinnere zum Beispiel an Produktionen von zum Beispiel Trevor Horn, der Seal produziert hat. Das war ja jemand, der auch ganz stark Hallräume als kreative Möglichkeit genutzt hat. Also nicht, da ist eine Band, die steht jetzt in einem bestimmten Raum,
entweder der Raum wurde aufgenommen oder der wurde künstlich hinzugefügt, sondern da kommt jetzt ein Shaker, der ist in einem mini-kleinen Raum, da hinten ist eine Stimme, die ist plötzlich total verhallt und auch in der Dimension, also wirklich sozusagen den Studio als kreative Möglichkeit nutzen. Aber dann, der würde das dann aber im Insert nutzen. Der würde es als Insert nutzen oder als ganz viele Sens. Genau, weil die Idee mit den Sens ist ja deswegen auch noch von Vorteil. Du hast jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mehrere Instrumente in einen Raum ja legen, ne, was man ja auch natürlicherweise hat. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Band-Recording machen würde oder eine Folkgruppe oder so, und dann soll es ja so klingen, als würden die zusammen in einem Raum spielen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eben dafür einen Send-Effekt zu nutzen, weil man möchte ja anteilig auf alle Instrumente den gleichen Raum haben, weil es ja so wirken soll, wie in einem Raum, also natürlich wirken soll. Genau. Was du beschrieben hast, ist ja jetzt die Anwendung, wo ich sage, ich nutze es kreativ, ne, ich zerreiße dieses Natürliche. Auf einmal steht der Sänger irgendwie im kleinen Kämmerchen und gleichzeitig ist in einer riesen Kirche ein Triangelspieler, der dann noch so eine Triangel beispielsweise. Genau. Das ist ja so eine gewisse Reibung. Ne? Genau, das ist sozusagen für unser Gehirn dann erstmal so, da passt was nicht. Mhm. Aber das kann ja sehr reizvoll sein, sowas zu machen. Eher klassisch hat man früher den sogenannten Plattenhall in den Studios mit einem gewissen Delay auf die Stimme gegeben. Das mache auch ich als einen Haupthall. Mhm. Das kann ich mal kurz zeigen und den ein bisschen lauter machen. Ich habe nämlich zwei Halle auf der Stimme. Der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Sehr dezent. Wir gucken mal in die Einstellungen, die ich jetzt hier habe. Bei den Effektkanälen haben wir hier den Fab-Filter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier, Fab-Plate, hier ist sie. Wir haben, ganz wichtig, ein Pre-Delay. Oh, ganz schön lang. Ich finde 19 Millisekunden noch relativ kurz. Okay. Was wäre denn das für Notenwert gewesen jetzt? Kannst du umschalten, ne? Kannst was haben wir denn hier? Ich kann auch umschalten. Ich mache den mal ein bisschen lauter wieder. Mehr. Auf der Stimme. Musik ist aus und du kommst immer näher. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen. Achso, das ist nicht. Ah, deshalb, genau. Das ist ohne Klick aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt leider keinen Sync zum zum Ausgangs. Yes. Deswegen können wir da jetzt nichts mit fixen Notenwerten machen. Mhm. Aber. Pass den Moment und bleibe stehen. Was ich hier dann gemacht habe, ist ein bisschen hier diese Topfigkeit. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Bisschen abgemildert. Mhm. Ich habe die ganz hohen Frequenzen abgemildert. Wir haben Brightness ein bisschen dunkler. Wir haben ein relativ cleanes Setting. Distance ist 50% und wirklich nur 1,1 Sekunde. Und ich habe den Hall in der Stereobreite etwas schmaler gemacht. Das ist aber nicht der einzige Hall, der auf der Stimme ist. Ich habe dann oft einen zweiten Hall, der deutlich länger ist, aber dann auch nochmal leiser. Ich zeige dir mal, wie der klingen würde, wenn ich den laut mache. Herz über Kopf und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, verpasst den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib der Kopf. Der hat jetzt eine noch kleinere Pre-Delay. Mhm. Und das ist jetzt richtig ein 4-Sekunden-Hall, sehr breit, far, also weit weg eingestellt. Wenig Early Reflections, genau. Chorus. Und ich habe festgestellt, bei so Pop-Geschichten, die so ein bisschen erzählend sind, wo die Stimme so klar, da will man heutzutage gar nicht so viel Hall drauf haben. Früher hatte man viel mehr Hall auf den Vocals. Stimmt. Das ist relativ trocken, aber trotzdem merke ich, wenn ich so einen langen Hall noch dazu fahre, dass die Stimme plötzlich so eine Art, so ein Hintergrundrauschen, Schweben hat. Hm. Was man ja auch manchmal macht im Refrain, so ein Rauschen noch dazu, um einfach so dieses, da passiert noch irgendwas. Und es gibt dann so eine Atmosphäre, da muss man ein bisschen mit experimentieren. Das ist so ein Trick, den ich gelernt habe von den Bee Gees. Die machen das auch oft und finde ich eigentlich sehr, sehr gut, diese Sache. Ne? Wir hören mal. Der Kopf schreit, Herz, trägst deine Haare immer noch wie früher und du tanzt
genau wie früher. Und dann drehst du den so weit runter, dass man ihn nicht mehr bewusst hört. Ne? Oder wie ich gerade gemacht habe, man könnte den jetzt auch automatisieren. Und dann mal kurz schon rein. Lang her. Yeah. Und dann fährst du den kurz rein und dann kriegst. Also da kann man wirklich schön mitspielen. Dann gibt es noch eine Sache, wofür ich den Hall, wofür ich generell Hall immer gerne benutze. Dann auch auf dem Insert ist, wir haben hier ein Pad. Oh, da habe ich ganz schön gearbeitet. Und da ist, ist der Hall jetzt auf dem Insert drauf, weil das ist jetzt quasi, die Bestrebung war jetzt, das Pad von der Front zu nehmen, sondern nach hinten in die zweite Reihe zu platzieren. Mhm. Und das schafft man auf jeden Fall, indem man Pre-Delay auf 0 Millisekunden macht. Das heißt, der Hall fängt gleich mit dem Signal an. Mhm. Das sagt unserem Ohr, ah, guck mal, da kommt was direkt mit Hall an, das ist etwas weiter weg. Ah, interessant, ne, eigentlich. So. Und das zeige ich jetzt mal, wie das also ohne klingt. Klingt es so. Ich hoffe, das ist an der Stelle schon. Natürlich nicht. Kommt erst hier. Und jetzt mit Hall. Vieles im Mix klingt solo scheiße. Ja. Muss solo scheiße klingen. Ja. Darf solo scheiße klingen. Ja, weil das ist ja auch das Problem, wenn man irgendwie einen geilen Absinth oder einen fetten Synth-Sound hat und sagt, oh, guck mal, das wabert nach links und rechts. Alles voll. Den packst du in den Mix und du hörst nichts mehr. Ja, ja, ja. Und so mache ich das jetzt auch mit Pads. Das ist auch ein Trick, den ich von Elliot Scheiner zum Beispiel habe, der sagt zum Beispiel, wenn er Keyboards hat, Stereo-Keyboard, der schmeißt eine Seite weg, macht die Mono, dann hat er natürlich den Vorteil, er schickt die nochmal in den Aufnahmeraum mit der PA und nimmt dann die Ambience des Raums nochmal mit rein. Mhm. Dadurch geht halt dieses General Midi-mäßige weg, alles ist irgendwie auf einer Ebene. Yeah. Er hat dann plötzlich den Synth-Sound irgendwie das kann man auch mit Gitarren-Sounds machen. Also auf verzerrten Gitarren benutze ich auch oft mal einen Hall. So einen ganz kleinen, sodass man das Gefühl hat, ah cool, die sind irgendwie standen im Raum. Und das ist halt, wie gesagt, ein Trick. Dann habe ich hier relativ viel noch am Equalizer gemacht. Was auch wichtig ist, weil gerade wenn man nur den Hall hört, wird ja oft sehr, es ist ja frequenzmoduliert, der Raum. Klingt topfig oder mittig. Hm. Und da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt keine Frequenzen einfängt, die den Mix dann zukleistern. Ja, ja. Deswegen ist es toll, dass das gleich im Hall drin ist. Also es gibt manche Hall-Plugins, die haben irgendwie so ein Dreiband oder so ein Low-Cut, High-Cut. Aber das muss ich sagen, mache ich eigentlich immer, dass ich hinter einem Hall sonst immer einen Equalizer nochmal mache und die Hall-Fahne im Send nochmal bearbeite, weil mir gewisse Frequenzen zu laut werden. Hm. Okay. Ja, und das macht einfach dann einen insgesamt volleren, runderen genau Sound. Genau wie früher, wer zu gehen, verpasst den Moment und bleib stehen. Ach, bleib der Kopf schreit. Das ist dann in Hall eine Möglichkeit, Dinge, also man kann links, rechts positionieren, man kann sie mit dem Equalizer dunkel oder hell klingen lassen, was auch eine Art Räumlichkeit ist, weil hell ist immer nah dran, dunkel ist immer weit weg. Ah. Und die Hall, durch den Hall, durch eine Verzögerung, durch Reflexion, kann man nochmal die Tiefe hervorheben. Und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig, weil wir viel komprimieren. Das ist alles sehr dicht an den Speakern dran. Mhm. Und dann können ein paar Elemente dann auch in die zweite oder dritte Reihe nach hinten verschwinden. Und dafür ist der Pro Air eigentlich auch ein super Tool, weil er alle Möglichkeiten, Stereobreite zu verändern, Frequenz zu verändern, nah oder fern, Pre-Delay, ist wirklich alles drin. Und wenn man dann vielleicht in seinem Mix schon so ein bisschen eine Art Vorkompression, Vorlimiting macht, dann muss man da auch nochmal wahrscheinlich den Hallanteil nochmal beleuchten, weil er wird normalerweise ein bisschen angehoben bei einer Kompression. Durchs Mastering später, deswegen bin ich ja auch ein großer Fan davon, ab einem gewissen Zeitpunkt dann in Mix-Bass zu mischen, wo man dann halt diese Prozesse schon mal laufen hat, um zu gucken, was passiert mit den Mitten, was passiert mit dem Hall, was passiert mit den Vocals, wie klingt die Snare dann.
und dann dementsprechend im Mix Sachen anzupassen. Ja. Gut. Das zu den unendlichen Weiten des, der Hall, der Philosophie. Der, heißt es Hals, Hallen, Halle? Egal. Da warten wir doch einfach drauf. Was ist das Plural von Wischmob? Genau. Damit, das können ja alle mal kommentieren. Genau, haben wir was gefunden, was man kommentieren kann, genau, zu diesem Video. Ja, vielen Dank, Benjamin, dass du da warst und hier mal den Pro R voll ausgefahren hast. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like und auch über Kommentare freuen. Müsst ihr aber nicht. Könnt auch noch einen Channel abonnieren, ne? Tschüss.